Mein Name ist Manuela Kindlein und ich bedanke mich, hier sein zu können, um heute was vorstellen zu dürfen, was den einen oder anderen vielleicht eine Hilfestellung leistet. Es geht hier um die Tensor-Methode, die schon 1975 in Deutschland eigentlich entwickelt wurde. Vielleicht dem einen oder anderen gar nicht bekannt, wobei es auf der ganzen Welt in Krankenhäusern eingesetzt wird, im Raumfahrtzentrum. Und nicht nur Rückenerkrankungen vielleicht lindert, sondern auch das Lymphsystem beeinflusst oder bei Asthmatikern unterstützt oder Allergikern, da das ganze Nervensystem letztendlich positiv beeinflusst wird mit dem Anwenden der Methode. Und dann würde ich gern Ihnen so bestimmte Wechselwirkungen vorstellen und freue mich darauf, auf Ihr Interesse.